Willkommen zurück zu einer neuen Folge bei German Unreal Dev. In dieser Folge fangen wir jetzt an, Gras zu machen, also wirklich so richtiges Gras, was vom Boden absteht und dann im Wind weht. Genau, und das werden wir über 3 Folgen strecken. Jetzt in der ersten Folge geht es darum, dass wir eine Textur machen. In der zweiten Folge machen wir dann modellieren wir dann in Blender so ein kleines Büschel, wo wir dann unsere Textur drauflegen. Und in der dritten Folge dann tun wir dann das Gras hier in der Unreal Engine verteilen. Also, wie gesagt, es geht los mit den Texturen. Da habe ich von CG Textures oder nur noch Textures hier diese Textur hier runtergeladen. Findet ihr unter Nature Grass Tall. Und daraus machen wir uns jetzt unsere Textur. Ich habe hier GIMP geöffnet und ich ziehe mir das Bild hier mal als neue Ebene rein. Ach, erstmal muss ich ein neues Bild machen natürlich. Und zwar wird die Grastextur 512x512, das langt uns. Okay, hier ziehe ich jetzt noch als weitere Ebene dieses Bild rein. Meinetwegen kann das auch konvertieren. Und mach das mal hier oben drüber, dass man das sieht. Ne? Immer was oben ist, sieht man. Okay, dieses Bild ist jetzt größer als diese 512x512. Das heißt, außerhalb des Bildes ist noch mehr. Und was wir jetzt machen ist, wir machen dann quasi gleich ein neues Bild, wo halt einfach seitlich Grashalme hochstehen. Und die schneiden wir uns jetzt hier aus. Wir suchen uns also auf dem Bild Grashalme, die wir ausschneiden können. Und hier ist doch schon mal direkt der erste, den wir komplett sehen. Das heißt, ich vergrößere das mal. Und dann nehmen wir hier das Lasso, genau. Und da könnt ihr jetzt, ich gehe mal noch ein bisschen ran, so, und jetzt könnt ihr das ausschneiden mit dem Lasso, also einmal einfach hier klicken, so, genau, so. Bevor ihr das schließt, könnt ihr auch nochmal Punkte anwählen und nochmal ein bisschen verschieben. Genau, aber das passt alles. Vielleicht stehen hier noch ein bisschen nach innen. Den da noch ein bisschen nach innen. So, wenn ich jetzt sage, okay, das passt, kann ich hier die Linie schließen. Jetzt habe ich den ausgeschnitten. Jetzt kann ich einfach STRG-X drücken. Klick hier in die Seite rein, drück STRG-V. Jetzt ist hier so eine schwebende Auswahl. Das sage ich zur neuen Ebene. Genau, wenn ich jetzt hier mal das Bild runternehme, seht ihr, dann haben wir jetzt nur diesen Grashalm. Der ist auch nicht auf dem weißen Bild drauf, sondern halt wirklich, das ist ein transparentes Bild, wo nur der Grashalm drauf ist. Und den kann ich jetzt Mist, das war die Hintergrundebene, ich muss natürlich auch die auswählen. Den kann ich jetzt hier mit dem Rotieren-Tool so drehen, rotieren. Und den setze ich mal irgendwie hier hin. Ich mache hier gerade mal die Hintergrundebene schwarz, dann hebt sich das besser ab. Einmal den Eimer. Hier ist schwarz und weiß, nutzt immer die Vordergrundfarbe und die Hintergrundfarbe. Das könnt ihr auch hier wechseln. Also ich habe den Eimer. Ich sage nicht ähnliche Farbe füllen, sondern ganze Ebene füllen. Mit der Vordergrundfarbe, also schwarz, Hintergrundfarbe wäre weiß. Und so, jetzt ist die Ebene schwarz und ich sehe es ein besser. Ich wähle mal das hier nochmal an. Ich mache die auch nicht ganz nach unten, sondern ein bisschen Abstand, dann haben wir es später einfacher mit der UV-Map. Also gut, den ersten Halm packe ich mal hier hin. Dann packe ich mir wieder die Ebene nach oben und suche mir den nächsten Grashalm. Genau. Den hier. Also wieder ein bisschen ranzoomen. Jupp. Und wieder ausschneiden. So. So.
Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, Sachen auszuschneiden. Das ist jetzt schon mal eine ganz gute, finde ich. Könnte zum Beispiel auch einfach den Rest vom Bild wegradieren oder sowas. Und so Sachen. Aber naja. Okay. Das passt. Okay, ich schließe die Linie. STRGX hier in die Seite. STRGV. Das Bild packe ich wieder ganz nach unten. Ach, erstmal zur neuen Ebene. Das Bild ganz runterpacken. Jetzt habe ich das hier. Das kann ich wieder drehen. So. Okay. Dann suchen wir den nächsten Grashalm. Vielleicht den hier. Hier das Stück, so einen kleinen. Ach, das war das Falsche. Das hier. So. 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 Okay. Und STRGX, STRGV zur neuen Ebene. Einmal rotieren. So, und irgendwie hier unten hin. So, dann wieder einen Grashalm suchen. Vielleicht. Hier, den hier. So, mal ein bisschen vergrößern. Das dauert jetzt halt einen kleinen LKW. Das dauert jetzt halt einen kleinen Moment und naja. So. So. Okay, das kommt hier hin, der kommt hier hin. Den Punkt ziehe ich mal noch ein bisschen rein. Es sollte jetzt nicht überstehen, sonst habt ihr halt irgendwie Hintergrund mit auf dem Bild. STRGX, STRGV zur neuen Ebene. Und rotieren. So. Das war die Hintergrundebene. Genau. Und ungefähr hier hin. So, jetzt brauche ich mir noch ein paar. Den hier vielleicht. Oder wobei, vielleicht ein bisschen geraderen mal. Den hier. Okay. So. Und wieder einfügen zur neuen Ebene. Das Ganze können wir jetzt wieder rotieren. So, das. Okay, umso mehr Grashalme ihr halt ausschneidet, umso individueller wird es dann am Ende auch, also auch umso besser. Das soll jetzt mal fürs Tutorial reichen. Was wir jetzt noch machen können, ist halt natürlich, wir nehmen mal hier den kleinen, Ebene duplizieren und packen den hier hin. Dann können wir noch sagen, Ebene, Transformation, einmal horizontal spiegeln.
nicht die Hintergrundebene verschieben. Dann nehme ich nochmal den hier, tue den auch nochmal duplizieren. Genau. Und tue den mal ein bisschen rotieren. So. Also deswegen, seht ihr, deswegen mache ich die jeden Grashalm auf eine einzelne Ebene, damit ich auch jeden Halm unabhängig vom anderen drehen kann. Ne? Nehmen wir uns nochmal den hier. Ebene duplizieren. Du kommst hier hin. Ebene Transformation horizontal spiegeln. Dann nehmen wir nochmal den hier. Ebene duplizieren. Vielleicht hier hin. Und das Ganze, nicht das Bild, wir wollen ja nur die Ebene dran spiegeln. So. Noch ein bisschen rotieren. Ihr könnt natürlich auch diese einzelnen Grashalme auch nochmal skalieren. Also vielleicht so. Genau, wir brauchen aber noch ein paar mehr. Den da vielleicht. Ebene duplizieren. Nach hier. Nochmal so einen kleinen irgendwie. Ich glaube, das ist ein kleiner. Ebene duplizieren. Also wie gesagt, nur umso mehr unterschiedliche Grashalme ihr ausschneidet, umso besser wird am Ende auch das Ergebnis. Vielleicht so nach hier oder nee, eher nach hier und die Ebene gerade nochmal horizontal spiegeln. Wobei, den habe ich schon ziemlich oft. Ich lösche den mal und nehme mal lieber den hier. Ebene duplizieren. Am besten gleich zweimal. So, einmal hier hin. Ein bisschen rotieren. Dann vielleicht nochmal einen hier hin. Jo, komm, wir schneiden uns noch mal ein Stückchen aus, sonst wird mir das echt zu eintönig. Ich packe die Ebene noch mal ganz nach oben und suche mir noch mal einen weiteren, dann ist aber auch gut. Vielleicht den hier. Also zack, 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 zack. Jupp, komm. Zur neuen Ebene. Ganz runter. Genau, und Tisch müssen wir natürlich noch mal rotieren. Dann können wir Tisch auch mal ein bisschen skalieren. So. Und du kommst noch hier hin. Ups. Der hier. So. Bisschen hier, nee, hierhin vielleicht. Dann duplikiere ich mir die nochmal. Mach die nochmal hierhin, aber tu die ganze nochmal spiegeln. So. Dupliziere mir die nochmal. Und
Welcher war denn das jetzt? Der hier? Ja. Spiegel den nochmal hier hin. Und das soll jetzt erstmal für unsere Textur reichen. Ich speichere mir das Ganze hier mal. Speichern unter. YouTube-Projekt Texturen GIMP als Gras. Genau, die Ebene, die können wir hier jetzt eigentlich löschen. Die braucht man nicht mehr. Also Ebene löschen. Und genau, was wir jetzt machen ist, wir gehen, also wir fügen jetzt einen Alpha-Kanal hinzu. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal, wenn wir auf den Hintergrund klicken, sehen wir Alpha-Kanal hinzufügen. Ich glaube, wir könnten auch hier oben im Bild irgendwo noch einen Alpha-Kanal hinzufügen. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt alles, was schwarz ist, transparent. Und sobald wir etwas transparent machen, fügt sich auch automatisch ein Alpha-Channel hinzu. Manchmal ist auch schon in der Hintergrundebene einer drin. So, das heißt, wir sagen jetzt einfach Farben, Farbe zu Transparenz, so dass am Ende nur noch die Gräser übrig bleiben. Ich habe jetzt als Hintergrund schwarz, also sage ich von schwarz zu transparent. Und okay. Und übrig bleibt jetzt nur noch das hier. Wenn wir jetzt nochmal rechts auf den Hintergrund setzen, klicken, sehen wir auch, jetzt steht hier Alpha-Kanal entfernen statt hinzufügen. Jetzt haben wir ein Bild mit Alpha-Kanal. Das tue ich mir jetzt einmal exportieren als YouTube-Projekt Texturen TGA teilt Gras TGA, keine Ahnung, warum ich es Englisch benenne, egal. Exportieren, exportieren. Und wenn wir uns das jetzt in die Unreal Engine importieren, in die Texturen, da ist es. Hier. Wenn wir uns jetzt das Bild mal anklicken und hier die Farbkanäle rausmachen und nur den Alpha-Kanal übrig lassen, sehen wir, wir haben jetzt im Alpha-Kanal dieses Bild. Bis jetzt hatten wir immer im Alpha-Kanal nichts drin oder einfach nur ein weißes Bild, keine Ahnung. Jetzt haben wir das Bild. Und das Bild können wir dazu verwenden, der Engine zu sagen, wo soll das Material durchsichtig sein und wo soll es sichtbar sein. Also da, wo weiß ist, soll es sichtbar sein und da, wo schwarz ist, also quasi transparent im Alpha-Kanal, also was hier transparent ist, ist im Alpha-Kanal schwarz. Das soll dann durchsichtig werden. Das ist jetzt auch relativ simpel. Wir machen ein neues Material. Genau. Ich nenne das Gras. Haben wir Gras schon? Nee. Öffnet es. Ach so, ihr könnt natürlich jetzt auch hierfür eine Normalmap machen. Dafür müsst ihr jetzt hier aber erstmal die ganzen Ebenen zusammenfügen. Das geht so. Ebene nach unten Verein, nach unten Verein, nach unten Verein, nach unten Verein. Ich mache das gerade mal. So, jetzt habe ich nur noch einmal den Hintergrund und einmal alle Grashalme als ein Bild. Jetzt kann ich die auch nicht mehr einzeln drehen oder so, aber ich kann sagen Filter, abbilden, Normal Map. Jo. Oh, was ein Krach hier vor der Tür ist, unglaublich. Genau. Ja, wir probieren es mal mit dem. Okay. Und Datei exportieren als Gras Normal. Okay. Okay. Okay, zurück. Warte, ich importiere das gerade noch. Dann haben wir es komplett. Texturen. Wo haben wir sie? Hier. Gras Normal. Okay. Irgendwie hat das nicht zu Dings konvertiert, zu Normal Map. Save. Okay. Und jetzt können wir hier einmal
ganz normal unser Bild einfügen. Ach so, nicht wundern, dass das jetzt ein bisschen anders aussieht. Ich habe einfach mal auf die 4.11 geupdatet. Ist nicht schlimm. Vorher war nur dieser UV-Channel und nicht dieser Textur-Channel, aber es ist trotzdem genau das gleiche. Wir können unsere Normal Map einfügen und wir können unsere Base Color einfügen. So, wenn ich das Ganze jetzt mal auf eine Plane packe. Wir haben schon im Starter Content unter Shapes. Genau, finden wir eine Plane, damit können wir das mal testen. Ich rotiere die mal. Waren das 90 Grad? Ja. So. Oder? Ne, die ist schräg. Also nochmal. So. Kriegen wir sie mal ein bisschen ins Licht. Okay. Wenn ich mir jetzt hier drauf dieses Material lege. Hier. Ja, dann ist es einmal falsch rum. So. Dann sieht es ja noch nicht so durchsichtig aus. Um das jetzt durchsichtig zu machen, müssen wir einmal hier dieses Kästchen anklicken und von genau hier unter Blend Mode von Opaque auf Mask schalten. Das schaltet uns jetzt hier diesen Input frei, Opacity Mask. So, seht, jetzt haben wir die Opacity Mask. Und im Alpha-Kanal haben wir ja unser Schwarz-Weiß-Bild und das fügen wir jetzt hier ein. So, Apply. Jetzt muss der kurz kompilieren. Ja. Und wir sehen, wir haben unser Grasbüschel, was halb durchsichtig ist. Genau. Und mit dem Rest machen wir in der nächsten Folge weiter. Genau, da müssen wir noch ein paar Sachen machen. Ja, okay. Auf jeden Fall habt ihr jetzt schon mal eure eigene Grastextur. Ihr findet auch hier unter textures.com, unter Nature hier schon alles Mögliche. Seht ihr, das ist sogar schon ausgeschnitten. Da habt ihr also schon Alpha-Kanal drin. Müsst ihr gerade nur noch mal auf 1024x1024 springen. Halt irgend so eine Power-of-2-Größe, ne? 512x2048. Da findet ihr hier eigentlich wirklich alles, was ihr für die Natur braucht. Hier schon alle möglichen Gestrüppe und alles. Und mit dem Gras und diesen Gestrüppen machen wir uns jetzt, wie gesagt, in der nächsten Folge so ein kleines Büschel. Und ja, damit geht's dann weiter. Okay, vielen Dank schon mal fürs Zugucken bis hierhin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer German Unreal Dev. Oder warte, komm, eine Sache noch. Wir sehen ja unser Gras nur von vorne, aber von hinten nicht. Das passt ja nett. Deswegen einmal aufs Gras gehen, das Ding hier in der Mitte anklicken. Und hier einen Haken bei Two-Sided machen. Apply. Komm, komm, komm. Rechne keine 10 Jahre. Genau, jetzt sehen wir es von vorne. Und auch von hinten. So, das war's jetzt aber. Vielen Dank fürs Einschalten.